Ich begrüße euch. Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin heute total voller Tatendrang aufgestanden, schon um 5 Uhr heute Morgen. Also ich weiß auch nicht, warum ich wach geworden bin. Ich war früh im Bett gestern Abend, weil ich ja total müde war. Wir waren noch gestern diesen langen Waldspaziergang machen, morgens. Und ich war so platt. Boah, und dann hatte ich so Übungswehen abends und habe mich echt früh eingeschlafen. Ja, und heute bin ich schon seit 3 Stunden wach. Es ist jetzt 8 Uhr. Ich habe mir meine Haare gestylt. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie halt gekämmt und ein bisschen Gel reingemacht, an der Luft trocknen lassen. Ich habe schon das Sofa komplett abgezogen, die ganzen Decken davon weggemacht, weil ich das jetzt absaugen wollte hier mit unserem super Turbosauger. Jetzt weiß ich mal, wo ich stehen geblieben war. Ich glaube hier beim Staubsauger mit dem Dyson. Dass heute der Tag ist, an dem ich so alle Ecken und Ritzen sauge und unterm Sofa und so. Ich habe euch erzählt, dass jeden Tag hier der Staubsaugerroboter läuft. Aber so ab und zu mache ich es dann lieber von Hand mit dem. Dann habe ich den Kamin eingesprüht mit Backofenreiniger, damit die Scheibe richtig sauber wird. Das wirkt jetzt ein. Habe die Fenster geputzt mit Glasreiniger. Voll motiviert heute. Und nachher, am Nachmittag, fahren wir nach Oberhausen ins Zentrum. Da haben wir nämlich, Smurfy aus, einen Termin in dem Apple Store, weil ja mein Display kaputt ist am Laptop. Und ich hoffe, dass sie dann direkt da das Display wechseln können. Ach, der liebt hier diesen Korb. Den. Dann will er immer dran rumschrömmeln. So, pfui ist das. Hör auf. Da habe ich gerade reingeräumt, alles um den Grill anzuzünden. Dann ist das nämlich immer alles hier bereit. Komm weg da, Smurfy. Weg da. Ja, das Sofa sauge ich auch ab gleich ganz ordentlich. Und wischen. Und die Waschmaschine läuft und die Spülmaschine läuft. Damit wir ganz ordentlich und sauber ins Wochenende starten. Heute ist nämlich Freitag. Morgen muss Herr Bernd nochmal arbeiten. Calvin und ich haben morgen frei. Wir wollten morgen sein Zimmer ein bisschen weiter einräumen und ja, Kisten auspacken in seinem Zimmer. Und danach, wenn der Bernd von der Arbeit kommt, wollten wir chillen. Das ist nämlich das erste Wochenende, wo wir keine Termine haben. Es kommt niemand zu Besuch. Komm da weg, Smurfy. Wir haben niemanden eingeladen. Also einfach nur so auf dem Sofa liegen und nichts tun. Nichts, einfach so chillen, essen, schlafen, Filme gucken. Ja gut, Taita gehen wir mit dem Hund, aber ansonsten nichts. Ja, du musst raus, ne? Haben wir Taita? Ja? Ich gehe mal eben Taita. Da hinten habe ich jetzt schon soweit fertig. Und wie ihr seht, ist zum Beispiel der Tisch, der Schrank und das Sofa so niedrig, dass da halt dieser Staubsaugerroboter nicht runterkommt. Aber genauso wenig kommt dieser Staubsauger da drunter, der mit Kabel. Auch nicht, wenn ich das Rohr abmache oder diese spitze Düse, die ich habe, die kommt dann zwar da drunter, aber halt nur so bis hier ungefähr. Und ja, auch von diesem Dyson, der lädt jetzt gerade, ja, der passt auch nicht da drunter. Also habe ich ein Problem gehabt, weil alleine kriege ich dieses Riesensofa schwanger nicht geschoben. Und ich hätte es halt gerne auch einfacher als immer, das Sofa nach vorne zu machen. Weil dann müsste ich ja immer den Bernd fragen, ob er mir helfen kann. Und ich möchte das gerne einfach so zwischendurch machen. Ich habe euch letztens den hier schon gezeigt, meinen neuen Staubwedel. Und damit klappt das echt super. Also selbst unterm Sofa bis in die letzte Ecke, denn den kann ich ja ausziehen auf mega lang. Ich habe euch den schon mal in einem Vlog gezeigt. Boah, muss ich aufstehen, dass ihr den komplett sehen könnt. Und da hatte ich den ganz neu, als ich euch den gezeigt habe. Seht ihr das? Also hier fängt es an bis da oben. Also da kommst du echt in alle Ecken rein. Tada, voll cool. Und als ich den ganz neu hatte, war ich schon begeistert davon. Aber jetzt habe ich den halt schon ja, so 2 Wochen im Gebrauch. Und als ich jetzt halt unterm Sofa gesaugt habe, und also nicht gesaugt, sondern halt ich gehe dann damit da runter und ne,
hole mir das nach vorne, was nach vorne kommt. Habe dann halt den Sauger immer dran gehalten und habe den so abgesaugt hier. Voll mega. Also ich bin echt begeistert für so wenig Geld. So eine riesen Haushaltshilfe. Und man kann das ja sogar hier abmachen und waschen. In der Waschmaschine. Voll cool. Wahnsinn. Also das hat sich echt gelohnt. Ja, den einen Schrank mache ich jetzt noch hier. Und dann sauge ich den Rest. Ich habe nämlich jetzt gerade Pause gemacht. Ich habe mir eine riesen DM-Bestellung fürs Wochenbett gemacht. 125 Euro. Also da ist auch Waschpulver und sowas bei. Aber halt auch so bestimmte Sachen, die ich im Wochenbett gerne haben möchte. Da werde ich euch dann ein Wochenbett, meine Wochenbett-Must-Haves oder was auch immer für ein Video zu drehen. Ich bin jetzt gewaschen und umgezogen und Erdgeschoss ist soweit fertig. Ich habe gesaugt, gewischt, alles Mögliche. Habe ich euch alles schon erzählt, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht, voll viel gemacht. Und oben habe ich jetzt einfach den Staubsaugerroboter angemacht. Hört man vielleicht auch. Fernsehen aus. Dann ist nämlich oben schon mal wenigstens gesaugt, weil ich hatte da jetzt keine Lust mehr zu. Ich muss auch jetzt los. Wir laufen jetzt eine Runde, der Smurfy und ich. Dann gehen wir noch zum Bernd zum Laden. Und von da aus starten wir dann gemeinsam. Holen den Calvino von der Schule ab. Und dann fahren wir nach Oberhausen zum Apple Store. Und ich hoffe, mein Laptop können die direkt fertig machen. Und ein bisschen bummeln wollten wir vielleicht auch im Zentrum. Calvino braucht neue Jeans und ich wollte ja noch mal gucken, ob ich was in Größe 50 finde für unsere Tochter, wenn sie auf die Welt kommt. Das wäre dann so ein Homecoming-Outfit, sagt man, glaube ich, heutzutage dazu. Ja, das ist Smurfys Pansen. Den bekommst du gleich draußen, nicht jetzt. Der stinkt so ekelhaft. Freitags ist immer Pansentag und den kriegt er draußen gleich. Wir sind schon in den letzten Zügen, wir hauen jetzt gleich ab. Ich muss noch eben das Ladekabel fürs Auto holen. Da ist mein Laptop. Ja, super. Und der Bauch ist im Weg. Und Obst, was wir während der Fahrt essen können. Ja, nee, das ist schön da. Und das Ladekabel, da ist es. Das müssen wir mitnehmen. Ja, ich werde mir das morgen mal angucken, was das für Geschmacksrichtungen sind, um mal was zu probieren. Ja. So, wir essen nämlich gerne, wenn wir Auto fahren, also längere Fahrten. Dazu zählen Fahrten ab einer halben Stunde. Schnibbel ich gerne so Obst unterwegs und dann essen wir das. Heute haben wir auch eine schöne Variation und dann isst auch komischerweise jeder Obst, wenn wir Auto fahren. Sogar der Smurfy, der isst aber sonst auch Obst. Er mag gerne Kaki, Birne. So. Das gibt's heute. Kiwi, Banane, Kaki, Mandarine, Apfel, Birne. Ja, yay! So artig, ne? Ja, fein bist du. Holen wir jetzt den Calvino ab? Er wartet auf Herrchen. Du wirst schon sehnlichst erwartet. Ja. Alter. Ach Mann. Willst du die Brötchen rausnehmen fürs Kind? Ja. Genau, Calvino kriegt noch ein Käsebrötchen für unterwegs. Da links ist das Zentrum. Ja, hier, ach, hier kommt er dran, glaube ich. Ja, hier war doch früher auch dieses, keine Ahnung, haben sie immer gesagt, Arnold Schwarzenegger und so ist da. Wie heißt das denn, dieses Restaurant? Ich weiß auch nicht mehr. Jedenfalls wollte ich euch zeigen. Ach hier, das Alex? Nee, das ist das nicht. Das hier für den Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Aber
glaube, das wird nichts mit Weihnachtsmarkt. Handgelenke drissen. Er führt dich ein bisschen spazieren, ja? Ja. Das Alex hier, das war nicht das... Im Alex waren wir, glaube ich, mal von der Ausbildung essen. Und dann um irgendeine Uhrzeit haben die Lampen, sind dann immer alle ausgegangen. Aus und an, die da waren. Warum auch immer, ich weiß nicht mehr warum. Wir sind uns gerade unschlüssig, ob hier Fußgängerzone ist, also Mundschutzpflicht oder nicht. Weil manche tragen Mundschutz und manche nicht. Ich habe gesagt, dann... Kannst du runterlassen. Darf man das zum Essen runterlassen? Fressen alle nicht mehr. Die Zora um und fressen. Und soll man das essen? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt Mundschutz aufgesetzt, bevor wir Strafe zahlen müssen. Müssen wir nur einmal dann zahlen. Der Möbelfest kennt er das schon lange nicht mehr gesehen. Wird hier ein Weihnachtsmarkt stattfinden? Alles zu heftig, ne? Theater. Hier war früher auch eine Disco. War ich früher mal. Wie hieß das denn nochmal? Das war auch hier von der Promenade. Der guckt uns an. Boah, hier sind ganz viele. Lass mal einen Wurm rein. Mach mal rein. Das sieht aus wie früher, genau, ne? Als ob die gar nichts... McDonald's ist da auch. Gar nichts verändert. Wer ist anders? Die Rolltreppe steht woanders. Die Rolltreppe? Das weiß ich gar nicht mehr. So, wir suchen den Apple Store. Ich bin mir echt sicher, dass das draußen ist, aber Beauty. Da. Apple. Und was ist dann? Ach, achso, hier. Ganz auf der anderen Seite. Ja, hab ich ja gesagt, Apple ist auf der anderen Seite. Okay. Mal gucken, was da reicht. Weil ja. Viel Auswahl außer McDonald's, alles andere hat zu. Nordsee. Echt? Ne, Pizza hat es auf? Ja, Asian Food. Oh, asiatisch. Subway, KFC, Indian Food. Also, das fällt mehr zu. Haben die bei KFC auch jetzt hier die veganen Dinger? Nicht? Die hätte ich ja probiert. Ne, Pizza hat es auch zu. Ja, lohnt sich ja auch nicht, ne? Ja, eben. Ich will auch nicht aufmachen. China-Nudeln? Ne, die hole ich lieber bei unserem, wo wir immer hingehen. China-Nudeln. Ja. Egal, jetzt suchen wir erstmal den Apple Store. Ich habe echt gedacht, dass der einen eigenen Laden hat. Ja, aber ich meine mich zu erinnern, guck mal, die haben Falafel. Ich meine mich zu erinnern, dass sie früher, dass ich da mal vorbeigefahren bin an so einem Apple Store. Wir stöbern ein bisschen bei Lusch. Das riecht alles so gut. Wenn wir da rüber gehen, also wir sind jetzt im Gegenverkehr. So, jetzt waren wir, bevor wir im Apple Shop waren, da drin, weil Bernd hat gesagt, was hast du gesagt, die nächsten 5 Jahre ist das letzte Mal shoppen ohne Kinderwagen. Aber da wir wahrscheinlich noch mehr Kinder bekommen, dauert es noch länger. Ja, cool. Guck mal, hier kann man sein Handy laden. Kannst du alles laden. Steckt nur so ein USB. Voll cool. Cool. Erzähl mal vom Apple Store. Voll wie immer. Ich würde voll... Ja, ich melde mich gleich. Ich erzähle euch das gleich. So, dann erzähle ich mal eben hier, ne, was los war. Also bei Apple, da in dem Store, konnte man überhaupt nicht filmen. Und also ihr wisst ja, was mit meinem Laptop passiert ist, glaube ich zumindest. Ich habe halt, ja, ich schneide halt abends immer die Videos. Normalerweise mache ich das am Tisch oder am Handy im Bett.
Und den einen Abend jetzt hier mit dem Umzug und so, habe ich halt abends am Laptop im Bett das Video geschnitten. Ich war voll müde, ich wollte es noch fertig kriegen. Und ich habe so einen Adapter, wo ich die Karte reinstecke, die Speicherkarte von der Kamera. Der lag halt zwischen Display und Tastatur. Ich klappe den Laptop zu und dann hat das Display einen Fehler gehabt. Ja, dann habe ich mich voll geärgert und habe dann im Internet geguckt und so ein Display kostet laut Internet 209 Euro. Ich bin mir wirklich der festen Überzeugung, dass es 209 Euro kostet. Dann habe ich mich total geärgert schon, weil das so unnötig ist. So. Einfach wegen Müdigkeit nicht aufgepasst. Ich habe immer so auf diesen Laptop und auf die Kamera aufgepasst. Was hast du jetzt gemacht? Ich dachte so, verarsche, weil ich gesagt habe, ich habe immer so aufgepasst. So, und dann so, nee. Ja, und halt einen Abend nicht. Und dann, ich hätte so noch arbeiten können, dass der Streifen, der im Display war, war nicht das Problem. Das Display ist halt dann manchmal schwarz geworden. Und das war das Problem. Kann man einfach sagen so? Weiß ich nicht. Es wurde halt maximal pigmentiert, das Display, und dann konnte ich nicht mehr arbeiten. So. War das jetzt korrekt ausgedrückt? Maximal pigmentiert oder auch falsch? Keine Ahnung. Man darf gar nichts mehr sagen. Ja, arbeiten und Steuern zahlen. Und im Apple Store. Jedenfalls, was ich sagen wollte, dann hat der Mann da gesagt, ja, das können wir reparieren, gar kein Problem. Achso, nee, erst wollte ich sagen, weil ich bin durch den Wind, dass ich mich, ich habe dann gesagt, ich arbeite mit dem Handy weiter. Dann mache ich nicht mal mit dem Laptop, dann ist egal, mache ich es auf dem Handy. Dann hat Bernd gesagt, nein, Bernds Mama hat gesagt, nein, mach das, du ärgerst dich, okay. Dann halt 209 Euro, okay, fahren wir halt dahin, machen das. Apple Store war super organisiert. Also, da war mega viel los, unglaublich. Also da war richtig eine Schlange davor und 5, 6 Security-Menschen, die die Termine aufgenommen haben, wer jetzt wann dran ist, wie der Name ist und so. Und dann sind wir halt drangekommen, dann kam der Techniker und hat der uns gesagt, das kostet nicht 209 Euro. Und Bernd und ich gucken uns so an. Ja, dann hat er gesagt, das kostet wie viel? 600? Ja, 600 irgendwas. 600 irgendwas, ne? Dann habe ich gesagt, dann mache ich das nicht, dann lasse ich das so. 230? Der Streuer? Nein, das ist in der Schublade da drunter. Ne, da drüber. Da sind einmal das grobe und das feine Salz ist da. Dann habe ich gesagt, lass ich das nicht machen, das ist zu viel Geld, ist doch ne, egal, dann mache ich mit dem Handy weiter und bin dann in Tränen ausgebrochen da in dem Apple Store. Der Mann, so sagt der Bernd hinterher zu mir, der ist ganz blass geworden, als ich angefangen habe zu weinen. Wollte ich mir jetzt anschreien und sagen, ja, du bist schuld. Nein, der kann ja auch nichts dafür. Ich habe so geweint, so erstmal bin ich nah am Wasser gebaut im Moment, ich weine wegen allem, aber so wegen meiner Doofheit. So viel Geld. Und dann hat der Bernd gesagt, also ich habe dann gesagt, wenn wir jetzt 600 Euro für das Display bezahlen, dann geht in einem Jahr das Gerät kaputt, warum auch immer, was da alles kaputt gehen kann, dann ärgere ich mich. Ne? Okay, dann hat Bernd gefragt, manchmal haben die bei Apple so Angebote, was, dass man das austauscht oder so. Ja, alt gegen neu. Alt gegen neu, hat er gesagt, ja, das gibt es tatsächlich. Allerdings, wenn die Geräte in Ordnung sind und nicht, wenn Display-Schaden ist. Ja. Und dann hat Bernd gesagt, okay, dann holen wir jetzt einen neuen. Ne? Habt ihr den hier? Können wir den sofort mitnehmen? Ja, klar. Ja, kein Problem, geben wir euch. Und dann hat er doch empfohlen noch, ne? Genau, dann hat er gefragt, der Techniker, was macht ihr denn jetzt mit dem alten Gerät? Ne? Dann, ja, keine Ahnung, in die Schublade legen wahrscheinlich, ne? Und dann hat er gesagt, das ist zu schade. An dem Gerät ist nichts dran. Hat er mich gefragt, ob ich zufrieden bin von der Schnelligkeit, vom Speicherplatz, vom Akku, von allem. Und ich bin mit allem zufrieden. Halt, stopp. Hier gibt es kein neues Gerät. Und dann hat er erzählt, dass er sein MacBook ist 5 Jahre alt und er wollte sich auch den neuen holen, aber hat dann auch gesagt, wofür? Ne? Das läuft noch, das schnurrt wie ein Kätzchen. Das ist einfach Geldverschwendung. Und hat sein altes MacBook behalten.
Scheiße. Scheiße? Röstiges Aroma. Röst! Machen wir den Schwamm. Wie? Den Schwamm dafür, den Metallschwamm. Ja, warte. Da kann ich damit drin rumschwimmen. Wo kannst du mit drin rum? In der Pfanne. Ja, Pfanne. Die sind ja ohne Beschichtung extra. So, wo war ich jetzt stehen geblieben, bevor das Essen angedingst ist? Dass er keinen neuen holen würde, keinen neuen Laptop, und uns empfiehlt, den zu reparieren. Ja, und das haben wir dann in Auftrag gegeben. Und dann hat er gesagt, es ist günstiger geworden, 538 Euro, warum auch immer. Hat er irgendwas anderes berechnet da? Ja, wir mussten das jetzt da lassen, das wird dann zugeschickt. Also, ja, 540 Euro kostet das jetzt. Und jetzt wisst ihr, warum wir Werbung schalten. Weil halt immer Ausgaben sind. Weil jeder immer dusselig ist. Ja, weil ich doof bin. Mann, ich bin so geärgert über meine Doofheit. Was passiert? Ja, ist passiert, klar, aber trotzdem ja, unnötig. Hättest du den Kind überfahren, wäre schlimmer gewesen, hast du mir auch gesagt. Ja, erinnert ihr euch noch mit dem Umzugswagen, wo die Handbremse nicht gezogen war? Ja, da ist er ja gerollt, der Umzugswagen, gegen so einen Waggon, keine Ahnung. Container, genau. Und da war dann eine Selbstbeteiligung bei, wie viel? Weiß ich auch nicht mehr. 520 Euro, also fast identischer Betrag, den wir da bezahlen mussten, dass das repariert wurde, weil halt vorne die Motorhaube kaputt war von diesem Leihumzugskastenwagen, was weiß ich. Und da habe ich zum Herrn gesagt, sei froh, ne, man kann das bezahlen, ist kein Kind überfahren worden oder was weiß ich, was hätte alles passieren können, wenn das Auto rollt. Da haben wir schon gesagt, wir haben dieses Jahr 1000 Euro für dumme Nüsse ausgegeben. Rolling, 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 rolling. Wir machen jetzt warm, ne? Eine Riese. Riese, ja. Osmati Riese. Genau, und Hunger haben wir auch, wie doof. Wir wollten im Zentrum was essen oder mitnehmen. Aber da hat er nur die Hälfte auf. Dann haben wir gesagt, ist auch doof, jetzt bis ins Auto schleppen und dann im Auto essen. Reis haben wir noch hier. Fertig. Und Bernd, ich zeige euch mal, was der macht. Lammgyros. Lammgyros. Das ist einmal veganes Gyros. Ne? War der Rest hier von den Das war der Rest vom Fest. Ich habe mir so eine bei Netto hier so eine Asia-Pfanne geholt. Mit Schinkenstückchen. Ich wollte euch die Tüte zeigen, aber dahinter ist der Mülleimer. Kann ich euch nicht zeigen, weil. Ja, ich habe den Fernseher ausgemacht. Du bist so süß, du kleiner Schnuffel. Warte, du bist auch süß. Du kriegst ein feines Scheißerchen. Kriegt er noch ein feines Scheißerchen? Ja, hat er heute nur 400 Gramm Tansen gekriegt. Da steht nur noch ein Kauer. Ja. Naja, jedenfalls, das ist so eine Asia-Pfanne vom Netto. Einfach hier reingeschmissen mit Reis. Ich mache da gleich ein bisschen Sojasauce dran. Darf man davon sagen, Asia-Pfanne? Dann kriminiert. Jetzt darf man gar nichts mehr sagen, ich weiß, aber ich rede einfach so. Ich sag immer so. Soße fernöstlicher Art heißt das. Pfanne fernöstlicher Art. Ja, ich weiß. Du bist meine Zuschauer, die fühlen sich dadurch nicht. Nicht? Da hast du ja asiatische. Belästigt. Belästigungen dabei. Nein, die wissen genau, also ne, das einfachste Beispiel ist immer hier Schaumkussbrötchen. Wer sagt denn das? Ihr wisst alle, was ich meine, ne? Ja, in den 50 Jahren sagen sie doch, weißt du noch, damals, wie sie dann Negerbrötchen gesagt haben, ging ja gar nicht. Nein, wir meinen das nicht böse. Nein. Wir denken uns da nichts bei. Ist halt so, ne? Wir können auch nicht an alles denken. Nein. Weißt du? Okay, das war jetzt unser. Können wir jetzt das Thema wechseln?
Sonst wird unser Video wieder hier gesperrt. Gut, ihr Lieben. Wir essen jetzt und lassen es uns gut gehen. Und morgen melde ich mich. Morgen ist Samstag. Ja, ich habe frei. Bernd nicht. Calvino hat auch frei. Alle haben frei. Nein, gar nicht. Ich habe jetzt meinen neuen Job. YouTube. Wo ist denn der Peter? Der ist da oben. Nein, oder unten. Keine Ahnung. Im Kühlschrank halt. Soll mal suchen. Müsste ich genauso suchen. Hasse? Da. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Tschüss.